es ist wahrlich immer so, dass dieser Verwirrungszustand sich in immer unerträglichere, unangenehmere, in ein Unwohlsein steigert, bis sich alles wieder ordnet und dann nach Wochen, Monaten und vielleicht manchmal auch nach Jahren der Knoten platzt und allmählich wieder die Erleichterung sich einstellt. Vor etwa 2 Wochen hat sich diese Passage großen Unmut ausgelöst und am Ende ist jetzt doch eine Lösung, ja sogar eine Erlösung herausgekommen mit dem megalomanen Titel Anleitung zur Unsterblichkeit oder Mittel und Wege zur Unsterblichkeit. Das Ganze ging aus von dieser Position von Bowies Beschreibung Freuds, der die drei möglichen Reaktionen auf die Anekdote des Dichters, den der Gedanke stört, dass all diese Schönheit dem Vergehen geweiht war, die beiden Auswahlreaktionen. Man kann entweder mutlos und verzagt reagieren oder man kann sich davon überzeugen suchen, dass die so vergänglich erscheinende Schönheit in einer nur vage zu ahnenden anderen Dimension unvergänglich ist, also Transzendenz oder Depression oder Verzagtheit. Und dann kommt Freud auch auf den Immanenzausweg. Wenn es nur eine Blume gibt, welche nur eine einzige Nacht blüht, so erscheint uns ihre Blüte darum nicht minder prächtig. Das heißt, die Kontrastierung des Tödlichen oder des Vergänglichen führt zum Ausweg, dass dadurch erst die Bedeutsamkeit des Moment Augenblicklichen seine Rolle erhält und seine Schönheit und seine Bedeutung. Und dann geht das weiter, indem Bowie sagt, die Welt der Sinneswahrnehmungen, in der eine Blüte nur in einer Nacht ihren Liebreiz entfaltet, ist für Lacan eine Welt der Illusionen. Sie ist der Bereich des Imaginären, innerhalb dessen ein Menschenwesen sich Trost zu verschaffen sucht, indem es sich mit ausgewählten Fragmenten der Welt identifiziert und indem er eine fantasierte Ganzheit des Ich wiedergespiegelt findet in der scheinbaren Ganzheit eines wahrgenommenen Dings. Soweit, so gut. Die Illusion, die Maya, das Maya, der Schein der Welt, das Imaginären der Welt zumindest. Aber Bowie hat recht, wenn er sagt, für Lacan auch haben Tagträume von zukünftigen Zusammenbrüchen auch keinen Sinn. Es kann ihm zufolge nicht darum gehen, physische Gegenstände oder psychologische Theorien an ihre kommende Auflösung zu erinnern, denn die verhängnisvolle Trennung des Begehrens von seinen Gegenständen ist immer schon eingetreten. Sie ist der Preis des menschlichen Wesens, unwissentlich und unabsichtlich für ihren Zugang zur Sprache und zur Kultur zahlen. Als Hervorbringungen des menschlichen Geistes tragen sie schon das Zeichen ihres Todes. Ihr Verwelken, ihr Scheitern, ihr Versagen, ihr Auseinanderfallen ist Entgleiten und ihr Vergehen sind ihnen von Geburt an mitgegeben. Ein Wunsch lässt sich erfüllen, das Begehren nicht. Es ist unersättlich und seine Objekte sind unablässig auf der Flucht. Lacan wendet sich an die Humanwissenschaften insgesamt, wenn er dies sagt. Wie Unrecht wir doch bisher hatten und wie sehr wir uns haben irreführen lassen. Wie viel müssen wir noch über die Eitelkeit unseres Geredes von Ganzheit, Selbstsein und Rechtschaffenheit lernen. Wie demütigend und ärgerlich ist doch das Schauspiel menschlichen Begehrens. Ja, gut und recht, aber das Enttäuschende besteht darin, dass Badiou recht hat oder Milner, wenn er vermerkt, dass der frühe Zugang aus dieser Conditio Humana des Seins zum Tode Lacans, der die Wissenschaft mit der Wahrheit im Anfang seiner Struktur zu verorten versucht, später bleiben gelassen wird und plötzlich schwenkt auch Lacan zur Immanenzaugenblicklichkeit. Er geht zur Passage à l'acte, er verwirft jegliche Form der strukturellen Ewigkeiten, würde ich mal sagen, der Wahrheit, welche zwischen den Zeilen läge, sondern auch er lebt dann das Einzige, das sich zu leben lohnt, was wir zum Beispiel in Filmen jetzt von einem
Asketen, der ziemlich interessant ist, nämlich Sadhguru, gesehen haben, der das am besten auf den dialektischen Punkt bringt. Wir haben da sehr viel Zwischensammel-Brainstormings gehabt, die wir vielleicht nachtragen, aber jetzt nicht aufführen. Aber am Ende sind wir tatsächlich auf eine Erleuchtung gekommen. Wir nennen es bewusst Erleuchtung. Denn ausgehend von diesem Umkreisen des Objekts A sehen wir das Ganze jetzt so in der Mitte, die Struktur, die DNA. Links die tödliche, tätische Struktur der Wissenswahrheitsphantasmen. Oder hier auf der rechten Seite. Und links der Körper der weiblichen, der reproduktionsfähigen. Der Körper, die aus der Immanenz Augenblicklichkeit keine Bedeutung zu ziehen brauchen, da das selbst schon die Bedeutung hat, wie das eben von Sadhguru ausführlich beschrieben wird. Und in Wirklichkeit sind die ganzen Liebesphantasmen, die ganzen Verbindungsstrukturen, die hin und her pendeln oder oben einen Kreis um diese Struktur bilden, wenn man das als Kreisstruktur nehmen möchte. Aber es ist keine Kreisstruktur, es ist eine gebrochene Struktur, die Männer auf der einen Seite, die Frauen auf der anderen Seite, wobei wir unter Männern nicht die Männer verstehen, sondern nur die Idealtypisten. Und in der Mitte jene Struktur, die sich dieser beiden inkompatiblen, aneinander reibenden, sich bekämpfenden, sich kontrapositionierenden Strukturen entwickelt und sich ihrer bedient. Wobei die eine noch die andere rechte hält, was der Ausgangspunkt all unserer Thesen ist. Die Liebesmytheme, die Körperphantasmen dienen lediglich der Herstellung dieses Kontaktes, aber es führt niemals zu einer Verschmelzung der beiden. Ganz am Ende kann man sagen, hat diese Seite der Weiblichen absolut recht. Das Leben ist nur gelungen, wenn der Körper ablässt von all den Phantasmen auf Ewigkeit, auf Göttlichkeit, auf Unsterblichkeit. Er benötigt nichts, er benötigt nur die innere Homöostase in einer selbstbefriedigenden, selbstwohlmachenden Homöostase herzustellen. Und dann ist es ein gelungenes Leben. Das sind dann die ganzen Ergänzungen, die früher schon passiert sind, aber das kommt erst später. Wie gesagt, das soll jetzt auch kein geordneter Diskurs sein. Es ist immer noch sehr überhetzt. Der ganze Kram besteht nur darin, aber warum hat dann die Struktur selbst das Tödliche eingeführt, den Bruch, den Riss? Warum hat es dieses Phantasma der Verbindung, der individuellen Bedeutsamkeit des Gottkönigtums, der Paschas, der Pyramidenbauer eingeführt als wahnwitziges Experiment, doch irgendeine Bedeutsamkeit, eine Beständigkeit zu finden eines Einzelkörpers, das immer nur blödsinnig und unmöglich sein muss, wenn das nicht aus irgendwelchen Gründen das wollte, dass diese Dialektik zwischen diesen beiden Polen hin und her schwirrt im ewigen Kampf, als der Krieg als Vater aller Dinge oder als die Mutter aller Dinge, um selbst die Strukturausbildung zu akzentuieren, um sich selbst anzusehen, um selbst den inneren Bruch in der Struktur jenes Gesetzes, wie wir das auf der Biennale bei Ikeda gesehen haben, in diesem immensen kosmologischen Gewürm, in diesem Spiralgewebe, also ein Unbehagen in der Struktur selbst auszudrücken, das eine Spaltpolarisierung aufgefältelt, aufgestoßen, aufgebrochen hat, um diesen internen Bruch eben zu vergegenwärtigen, zu Bewusstsein kommen zu lassen. Denn Bewusstsein ist genau diese Krankheit des Rissbruches. Das Ganze wird nur deshalb kaschiert, weil es um die sexuelle
Verdeckung geht, um die Verdeckung des Potom Pseudos, über das wir jetzt hunderte Male schon gesprochen haben, und dass diese Liebesmythen Phantasmen herstellt, aber auf der einen Seite die Körper, die sich autonom, autopoetisch reproduzieren, und auf der anderen Seite der Agavenpfahl, der da hineinschlägt und der da ein Festhalten, eine Zeichen, eine Bedeutung, eine Metapher aus der Metonymie, eine Metapher machen möchte. Also das als erstes überhetztes Herangehen an das Problem. Vielleicht jetzt noch eben auch nur stichwortartige Ergänzung. Erst recht enttäuscht, wenn Sioran die ganze Zeit schimpft über die Absurdität und Unmöglichkeit der Unmöglichkeit, aber dann es dennoch krachen lässt im realen Leben, verhält er sich wie dieser freudsche Umschlag, der sagt, okay, wenn alles verloren ist, nach Themistokles, dann wären wir verloren. Wenn nicht alles verloren wäre, wären wir verloren, also machen wir das Beste daraus. Wenn das Ganze nichts bringt, dann machen wir uns keine Sorgen und lassen den augenblicklich immanent zerreihen krachen, leben nicht in den Umwegen von Wahrheit und Wissen, Vergangenheit, auch nicht in der kontingenten Zukunft, nicht im Tödlichen, sondern nur in der Vergegenwärtigung des Handlungsentscheidungsaktes der Antizipation zu reagieren. Diesen Umschlag hat Lacan irgendwann auch enttäuschenderweise vollzogen. Es kontaminiert mit der Dialektik, dass aus dem Vollen, aus dem Gefüllten immer das Leere entsteht und aus dem Entleerten, aus dem Unganzen das Vollzumachende, das Produktive. Das Gleiche über das Viele, aus dem das aus dem Einen entsteht und aus dem Vielen das Unnähere, ebenfalls Dialektik der frühen Vorsokratiker, haben wir auch schon, glaube ich, etwas gesagt. Das Gleiche kommt hinaus auf die Primordialstrukturen menschlicher Psyche. Es gibt diese Zwanghaften der Selbstzerstörung, die immer dann, wenn Lust auftaucht, wenn ein zu viel an falscher Lust auftaucht, sofort in die Abwehr des tödlich Verschlingenden kommt, den ruhelosen Geist anregt, das Denken, die Abwehr, dass es nicht der Körper sein kann, um das es ginge, sondern dass da etwas anderes wäre, dass die Ewigkeit, die Kontingenz, die Sicherheit gewährleisten müsste. Was nichts anderes ist als eine sofortige Abfuhr von nicht auszuhaltenden Erregungsspannungen, Abfuhr der Kacke. Und die umgekehrte Form der hysterischen Abwehrstruktur ist dann das Gegenteil. Dann haben wir irgendwann gesprochen über die Tier, das am Meere sitzt. Man glaube ja wohl nicht, er produziere da Vorstellungen vom schönen Gut Ganzen, dass die Deckelung des Realen erzeugen sollen. Das reicht diesem Vieh am Wasser zu liegen, zu fressen, zu ficken und sich um seine Nachkommen zu scheren. Es reicht diesen animalischen Körpern jenes Selbstverdauungsgenießen, jene Selbsthomöostase zu leben, da dieses Genießen einen eigenen für Wahrnehmungsmodus mit sich überhaupt keinen Denkensmodus braucht, keinen Selbstwahrnehmungsdenkbewusstsein, so wie das Freud am Anfang im Entwurf oder in der Traumdeutung mit den Systemen WWW versucht hat aufzumachen. Das geht dann zu Lacan, der schnöde, schmählich, verachtenswert die anfänglichen hochmütigen Setzungen des Verhältnisses der Wahrheit zu Wissen und zur Wissenschaft aufzumachen, dann umkippte, indem er sich den Moden unterwarf, berühmt werden wollte und zum Patriarch des Partikularen wurde, also auch zu den Künstlern, den Hungerkünstlern, die Abfuhr durch Anstau, Exerzitien so weit erlernen, dass sie den Genuss aus sich selber zu ziehen vermögen. Zitat aus dem Film Zift: Mord ist die heimliche Leidenschaft der Frauen. Mit ihren weiblichen Waffen bringen sie die Männer um, den Verstand, den Stand, den Verständer, und töten sie.
das ist abgeschrieben aus dem Hexenhammer in diesem Film. Das Mittel zur weiblichen Unsterblichkeit erfolgt daraus als Projekt Unsterblichkeit oder wenigstens Langlebigkeit ohne Langweiligkeit. Was Lacan getan hat im Wechsel auf den Kontrapunkt der Imago-Struktur, enttäuscht, Lachen, Wissen, Wahrheit, Demokrit. Demokrit macht das Ganze auch in dem fest, dass das Partikulare getrennt sein muss vom Ganzen und dazwischen unendlicher, unausfüllbarer, unerreichbarer Raum sein muss, denn sonst könnte sich nichts bewegen und er hätte nicht die Möglichkeit, den Bierkrug zu heben und sich zu schütteln über den gedoppelten Witz, der wir sind als Körper innerhalb dieser immensen, unmöglichen Struktur. Es ist aber ein Verrat, auf die Mode des Partikularen zu setzen. Die Körper erhalten sich immer, sie erhalten immer Recht, sie werden immer leben. Dieses Leben ist das einzige Leben, das sich in der Lebenskette als ewiges Sel hält durch die Passage an Akt. Nur diejenigen, die ihren Körper ersetzen lassen, die den freudschen Körpersack nicht verkennen, die durch Anstauungsexerzitien, Apfoorgien dieses aus sich selbst Bedeutung erschaffende System, das keiner Bedeutung benötigt, um einfach zu existieren, das dem Tod entgeht durch ständige Erneuerungs-, Ersetzungs-, Wiederholungsmachungen, die sind logischerweise dem Partikularen stimmig verpflichtet. Die anderen, die männlichen, die abgeschnappten Y-Chromosomen, können sich auf solche Lächerlichkeiten nicht ein- oder Enthobenheiten von dem Entsetzen des Ausgelöschtwerdens nicht entheben. Und dass dieses Entsetzen, das Bewusstsein des Todes, dass der ansichtig werden, der innen ein ist, Vorgänge, der Partikularvorgänge, der Verratsvorgänge, der Inzestvorgänge, der Ödipusvorgänge, dass die Mutter schon vor der eigenen Existenzwerden fremd geht mit dem Großanderen, mit dem Göttlichen. All dies ist jenes Bruchschockereignis, das damit untergebuttert wird in dieser Dialektik. Nicht, dass diese überhaupt jemals anders als phantasmatisch falsch sein sollte, aber nicht zu verstehen, dass es darum geht, dass es diesen phantasmatischen Gegenentwurf bedarf, damit die dazwischenliegende Struktur dieses immensamen Rhizoms, das eigene Unbehagen, sich verständlich machen soll zwischen diesen beiden missbrauchten, ausgebeuteten Körperhülsen. Das ist es, was mich so stört, dass es immer nur entweder um die eine Seite oder um die andere Seite geht, wobei das Überlebensprojekt darin besteht, dass die eine Seite durch die andere zu heilen ist und die andere durch die eine Seite zu stopfen nur ist. Mal kurze Pause.